Zeit stellt Rote Feder ein Oberteil vor, das von beiden Seiten getragen werden kann. Auf der Vorderseite sieht man ein grünes Pferd, auf dem Rücken einen fliegenden Vogel. Rote Feder hält der Kirchen eine selbstbewegte Babydecke. Schleifende Schlange trägt einen Köcher mit Pfeilen für die Jagd. Man erkennt ihn an seinem Oberteil, welches seinen Indianernamen zeigt. Der Krieger mit dem Namen Aufstehender Fuchs führt uns ein Oberteil mit einer bemalten Maske vor. In seiner Hand hält er eine Axt. Nun sehen Sie eine unserer Mütter mit ihrem Kind. Schwarzes Pferd trägt ihr Baby auf dem Rücken. In einer extra dafür angefertigten, rückenfreundlichen Trage. Sie ist gekleidet mit einem dünnen Oberteil. Unser kleiner Bär hat sein Kuscheltier im Arm. Sein Lendenschurz ist ganz in Grün gehalten. Unser Indianerjunge hat ein T-Shirt mit gezackten Muster an. Er schlägt selbst seinen Rhythmus. Jetzt kommen strahlende Sonne und flinker Hase. Das kleinste Indianermädchen der heutigen Bodenschau trägt ein Kleid, das mit einer bunten Maske bemalt ist. Um ihren Hals trägt sie eine kleine Tasche. Strahlende Sonne zeigt ihr schönstes Kleid. Dies ist von beiden Seiten mit einem fliegenden Adler verziert. Indianermädchen hat uns einen Traumfänger mitgebracht, der nur die guten Träume durchlässt. Die bösen oder schlechten Träume werden von ihm aufgefangen und durch das Sonnenlicht ausgelöscht. Nun sehen Sie stilles Wasser. Und schwarze Schlange. Schwarze Schlange trägt einen bequemen Poncho mit einer schwarzen Schlange. In seiner Hand hält er ein gespanntes Bild. Stilles Wasser hat ein Kleid an, das mit einem Adler verziert ist. In ihren Händen trägt sie einen Betrahmen. So, das war die Modenschau von dem Stamm der grünen Würmer. Das habt ihr ganz toll gemacht, Kinder.